In diesem Video schauen wir uns an, wie wir in WebUntis Schülerfotos hinterlegen können, die uns dann eben bei der Anzeige des Klassensitzplanes auch angezeigt werden. Dafür gehen wir zunächst hier links auf den Reiter Stammdaten. Und hier gehen wir dann auf den Reiter Schüler und Schülerinnen. Ist die richtige Klasse noch nicht vorausgewählt, dann können wir das hier oben tun. Nun suchen wir uns den Schüler raus, beziehungsweise die Schülerin, für die oder für den wir ein Foto hochladen möchten. Ich nehme jetzt hier mal den Theo und klicke dann, um die Stammdaten zu bearbeiten, auf den Stift, der hier sehr weit vorne beim Schüler oder für den Schüler angezeigt wird. Hier habe ich nun die Möglichkeit, auf Bild hochladen zu klicken. Nun kann ich eine Datei auswählen. Die sollte ich also natürlich vorher entsprechend irgendwie gespeichert haben, so dass ich sie dann auch gleich finden kann. Hier steht jetzt schon da, Datei wurde hochgeladen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es eine passende Datei ist und eben auch die Bilder nicht zu groß sind. Dann klicken wir auf Import. Das Bild wurde erfolgreich hochgeladen. Die Änderung wird eventuell erst nach einiger Zeit sichtbar. Und jetzt wirklich extrem wichtig der Hinweis, der hier in der Kamera in Klammern steht. Oder wenn Sie Ihren Browser-Cache löschen. So wie ich es bis jetzt erlebt habe, muss man immer den Browser-Cache löschen, bevor die Bilder angezeigt werden. Das heißt, man lädt die hier hoch, geht dann auf den Klassenstundenplan und sieht noch keine Fotos. Das heißt, Sie googeln am besten einfach Browser-Cache leeren und verfolgen dann die Anleitung, die Sie da bei Google finden, und dann sollte die Fotos angezeigt werden. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Schließen, das Foto ist hochgeladen, wird hier aber leider noch nicht angezeigt. Hier sehen wir jetzt das Problem. Ich habe ja für den Theo ein Foto hochgeladen, es ist aber noch nicht zu sehen. Also, wie gesagt, bei Google bitte eingeben, Browser Cache leeren, wenn Sie zum Beispiel einen Firefox verwenden, dann noch Firefox hinten dran und dann eben entsprechend das einmal für Ihren Browser durchführen. Nun habe ich die Bilder im Cache des Browsers gelöscht. Wenn ich jetzt auf F5 klicke, sollte das hier aktualisiert werden und jetzt sind wir gespannt, taucht das Bild jetzt auf von Theo. Wir müssen jetzt natürlich erst nochmal den Stundenplan, es bleibt spannend, die entsprechende Stunde auswählen und hier, tatsächlich, hier haben wir jetzt ein wunderbares Bild, auch von Theo. Also hier bitte nicht verzweifeln, sondern entsprechend eine Anleitung suchen, es durchführen und dann werden Ihnen die Bilder auch angezeigt.